Ach ja, unser Großprojekt. Endlich, es geht weiter. Ja. Juhu. Eieieiei. Und zu der Frage noch von Mike. Wie macht ihr dann diesen Channel? Splittet ihr eure Spiele hier im Stream oder welche Ansicht? Achso, das war ja so ein bisschen das noch. Ja, aber auch so zu Einzelspielen und so, ne? Also der Plan ist ja auch schon, wenn Ys jetzt mal irgendwie Bock hat, eine Runde, weiß ich nicht, Isaac zu spielen oder ich Pokémon oder so, ey, dann machen wir das. Also ist ja auch ganz cool, wenn man, wir hatten mal überlegt, wenn beide theoretisch an einem Tag Lust haben, irgendwie zu streamen, dann streamt der eine irgendwie von 18 bis 20, der andere 20 bis 22 Uhr oder so. Das ist ja dann, glaube ich, auch als Zuschauer cool, wenn man beide gerne schauen mag, dann direkt so hintereinander ein bisschen Abendprogramm zu haben, ne? Ja, das ist schon, also auch wenn man irgendwie so einen Talk macht oder weiß nicht, dass das, wenn das dann von der Qualität her, also wenn man weiß, von der Qualität her stimmt das dann auch alles richtig, also jetzt, ne? Das ist halt blöd zum Beispiel, also nicht blöd, aber es ist halt noch nicht so geil, aber ich glaube gerade schon mit dem Upgrade über den Discord wäre vielleicht schon was möglich, aber ich traue mich jetzt nicht, das zu machen und nachher bringt das nichts. Habe ich da 5 Euro für Nüsse ausgegeben oder so. Weil jetzt wird sich das noch lohnen. Wobei, für, ja doch, jetzt wird sich das noch sehr lohnen. Soll ich das einfach mal ausprobieren? Ich weiß nicht, ob das sein muss. Ja, weiß ich halt auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob der das dann automatisch ändert oder so. Weil es gibt ja so viele Alternativen ansonsten und ja, okay, stimmt auch. Vielleicht kann man auch auf irgendeinen Server streamen, vielleicht gibt es irgendwie eine Alternative, dass man auf irgendwie einen, was weiß ich, irgendwie einen YouTube-Server streamt und das privat, aber dann kann ich das irgendwie da abcapturen oder so. Ich weiß es nicht, was man da machen kann. Ja, stimmt. Ja, wir können ja mal gucken. Eben. Und ich glaube, so ist auch ganz okay. Ja, definitiv. Und es ist innovativ. Also ich kenne es nicht oder nirgends. Und wobei, ich habe es jetzt auch laufen. Das ist jetzt auch mal besser, mal schlechter, habe ich. Ja, also ist halt auch die Frage, ob das Bild halt dann besser wird, wenn man den Discord upgradet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich streame und mein Internet das sonst nicht packt. Auch eine Möglichkeit. Kann sein, ja. Oh, es kann auch einfach auch, na gut, wir haben jetzt ja eh nur die Möglichkeit gerade, ja, jetzt bin ich rausge... Aber ich wollte jetzt mal eben gucken. Zwecks der Videoquelle. Ach so. Ach, guck mal, der... Ah, ne. Warte mal. Ich mache ja auch gerade nicht mein... mich nochmal raus. Screen 1. Sag ruhig, wenn ich den Bildschirm ausmachen soll. Ja, mach mal ruhig eben aus. Mhm. Ich muss doch auch vielleicht nicht mein Screen, sondern mein... Also, ich habe jetzt Angst, dass sich alles jetzt wieder ver... ja, dann lass uns das lieber irgendwie nächsten Stream machen, aber ich habe ja mein Bildschirm geteilt und nicht das Spiel. Ach so, ja, das könnte natürlich auch gut sein dann. Weil das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Aber dann lass uns das lieber wann anders testen, würde ich sagen. Ah da, ich kann Fenster wechseln einfach. Das geht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Flüssigeres Video, bessere Lesbarkeit von Texten. Flüssiger, würde ich sagen, oder? Aber bessere Lesbarkeit heißt doch bestimmt schärfer, also besser. Ach so. Das Bild wird bei einer geringen Bildrate. Ah, höhere Geschwindigkeiten. Mach mal. Okay. Wir müssen eh schlafen gehen. Mhm. Aber kann sonst. Ich, ja, mach ich wieder an. Zack. Ja, gut, jetzt ist eh gerade. Ui, jetzt ist aber auch ganz schön am Laggen da. Wo? Bei dem Bild? Dein Spiel ist leider total. Okay, dann muss ich das bestimmt wieder ändern. Okay. Dieses. Genau, ich habe mich mal hingelegt. Aber wenn du magst, GameSmile, kannst du ja mal ein Feedback geben. Wie du jetzt so generell dazu stehst, also einfach mal so ein bisschen gerne auch, wo du denkst, ah, das ist nicht so cool oder wo du denkst, da ist Potenzial oder so, fände ich ganz spannend. Glaube ich jetzt. Soll ich wieder anmachen? Ja, kannst du? Jo. Ja, jetzt leckt es nicht mehr. Standard. Okay, ja, das geht doch klar. Genau. Muss ich trotzdem, jetzt bräuchte ich das nämlich auch ein Vollbild. Ja, aber jetzt pixelt das, glaube ich, nicht rum, gerade. Nee, jetzt gerade sieht es voll gut aus, würde ich sagen. Ja, ja, das macht, hat schon ja ein bisschen was ausgemacht. Zumindest. Ja, cool. Zumindest so in dem Kleinen, ne? Ja. Achso, warte mal, ich mache noch F11, dann sind die beiden, denke ich mal. Oh.
Nö. Nö. Dann hat das damit nichts zu tun, dann... Vielleicht muss ich jetzt auch nochmal irgendwie anders... Ja. So, und unten. Und zack. Nö, ich glaube, so dürfte es gehen. Das ist schon interessant. Also müssen da natürlich jetzt auch... Müssen sie jetzt natürlich auch da einspielen, ne? Es ist das erste Mal jetzt. Und, huch. Ja. Wie ist das denn mit der Lautstärke, wenn ich jetzt hier Erde abbaue? Ist das jetzt irgendwie zu laut? Also hört man dann Andi nicht mehr oder so? Das wäre ja erstmal ein richtig gutes Feedback. Feedback. Ach ja, wir wollen... Guck mal, das war unser Plan da oben, wie wir die Mauer bauen wollen. Ist jetzt ja, doch ein bisschen höher geworden als geplant, ne? Ja, aber was muss, das muss. So ist es. Ja, ansonsten kann man natürlich noch gespannt sein, jetzt gerade auch am Mike, wer noch den Weg von dir findet. Ja. Also wir sehen ja, wer gefolgt ist, aber wir sehen auch, wer das definitiv noch nicht gemerkt hat, aber eigentlich sonst immer dabei ist. Also ist auch noch ganz cool. Oh ja. Schön ruhig, nicht zu laut. Ja, perfekt. Das freut mich. Also das ist ja jetzt ja trotzdem so ein bisschen experimentmäßig, weil das, also ich habe es wirklich noch nicht gesehen auf Twitch jetzt. Mhm. Und ich bin wirklich mal gespannt, vielleicht wird das natürlich auch gar nicht gefragt, keine Ahnung, kann natürlich auch sein, ne? Mhm. Aber ich fände das zum Beispiel cool, glaube ich, wenn ich Zuschauer, also zumindest so diesen Aspekt, man sieht halt die ganze Zeit zu zweit, also man sieht die ganze Zeit voll viel und kann gucken und ja, ist schon cool eigentlich. Ja, finde ich auch. Also ich finde, die große Frage ist halt, ist unser Content gefragt? Also ist es gefragt, dass man ruhig entspannt spielt und ein bisschen quatscht? Weil wenn das nicht ist, ja, dann bringt es halt auch nichts, wenn man zu zweit den Content liefert, den keiner haben will. Sonst spielen wir gleich Minecraft Bed Wars. Ja. Und dann ragen wir ein bisschen rum, weil wir so schlecht sind. Also ich auf jeden Fall. Ja, ich lese gerade mal eben. Mhm, gerne. Lies auch gerne vor, wenn du magst. Achso, ja. Mit der Stimme von Mike. An sich finde ich für einen gemeinsamen Channel echt cool, weil da echt viel Potenzial ist. Nee, für gemeinsame Streams oder wenn mal einer alleine streamt. Man kann gute Projekte mit der Community starten. Vor allem ist es auch mal was Neues, da man sowas so gut wie gar nicht auf Twitch sieht. Das ist halt so. Also da, wo ich es auf Twitch sehe, ist es halt immer, dass die... Also entweder gibt es so einen Quatsch-Stream, ne? Dann hast du halt eine weitere Facecam drin. Aber jetzt bei Spielen, wenn zum Beispiel zwei Spiele gleichzeitig zu sehen sind, sehe ich das immer nur, wenn die quasi in einer Wohnung streamen. Mhm. Aber so jetzt nicht. Und die Möglichkeit ist ja, muss man mal alles ein bisschen weiterdenken. Ja, haben wir selbst noch gar nicht gemacht. Aber auch... Nee, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, sag also ruhig. Doch, ich weiß gerade, was ich sagen will. Okay. Also, alles gut, kannst ruhig frei raus. Auch wenn man sowas, also das sind ja auch alles Ideen, ne? Das entwickelt sich wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch nicht so viel ein, du spielst Pokémon und mit einem immer. Und zum Beispiel, ist da auch irgendwie was, wo man den Bildschirm dann zeigen kann oder sowas. Also man kann es ja auch weiterspinnen. Wenn man mit Leuten noch mehr im Discord zum Beispiel, auch wenn man irgendwie eine Themenrunde hat und man hat irgendwie einen Gast dabei oder sowas, ne, kann man den auch vielleicht noch mit rein oder so. Okay, also dann haben wir drei Facecams oder wie? Ja, oder halt, ne, wenn man irgendwie, je nachdem, was sich ergibt, das muss ja dann noch passen und so, klar. Aber ich finde halt, dieses Potenzial ist halt auf jeden Fall da. Und das Schöne, aber das ist ja der Kern auch, es ändert sich ja für den Zuschauer nichts, weil er ja einfach nur diesen Kanal hier folgen muss oder den folgen muss. Ja, und dann passt das. Und entweder streamen wir zusammen, was natürlich immer ganz cool ist, oder Hiko oder ich. Und dann gibt es verschiedener Content, also da gibt es ja alles Mögliche. Wir haben ja auch, also, da sind ja keine Grenzen gesetzt, ne? Ja, so. Ja, vor allem die Zeit, ja, voll gut. Vor allem die Zeit, wenn jetzt dann FIFA rauskommt. Ich glaube, das hat auch so mega Potenzial. Oh, FIFA.
Da müssen wir nochmal ein bisschen sprechen dann, wie wir das so alles machen können, aber das wird richtig, richtig gut. Oh ja, das glaube ich auch. Also ich muss auch sagen, ich hätte auch Bock, wenn du magst, irgendwie dann jetzt demnächst schon mal irgendwie eine Karriere zu streamen. Also ey, können wir auf jeden Fall machen. Ne? Also ich bin auch gerne der Co-Trainer. Du kannst es gerne so übernehmen, also wie du möchtest. Ja. Ne, aber generell irgendwie zusammen Entscheidungen zu treffen und zu überlegen, zu welchem Verein geht man und so. Und wir sind ja beide auch welche, die das ganz cool finden, so ein bisschen realistisch das alles quasi zu machen und zu gestalten. Ja. Ich glaube, das hat schon Potenzial. Vor allem auch Trainer, Co-Trainer, das macht das schon mal schon realistischer, ne? Ja, und dann ist das auch nämlich die Frage, gibt es das? So ein, also jetzt, was heißt Stream, aber so eine Möglichkeit in einem FIFA-Stream, da kann man dann auch wieder gucken, wie man es macht, ne? Also vielleicht kriegt man das dann auch nochmal individueller und cooler hin, dass nicht jetzt einfach FIFA zu sehen ist und ich. Und ne, vielleicht auch noch mit einem Bildschirm dazu oder was. Gibt ja Möglichkeiten, aber natürlich, wenn ein neuer FIFA-Teil kommt oder man macht eine FIFA-Challenge. Ne? Oh ja, da haben wir auch schon überlegt, was man da machen also kann. Das wird schon ganz cool. Bei der Mauer hier, ne? Mhm. Wollen wir da irgendwie eine Reihe zwischen machen oder jetzt einfach von oben nach unten das so runterziehen? Was meinst du mit Reihe dazwischen? Dass da vielleicht irgendwie nochmal so eine Koppelreihe oder so einmal ist. Oder irgendwie ein ganz besonderer Stein. Mhm. Der quasi, also damit das nicht jetzt überall so, damit es jetzt nicht einfach auch vom Zaun und so einfach nach unten geht. Ach so, das war ja eh nur eine Vorlage sozusagen. Ja, das fand ich aber gut. Kennst du doch mittlerweile. bei allem, was wir gemacht haben, ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Die Eis aber nur, gut. Ja, ist doch eigentlich gut. Können wir doch so nehmen. Aber es war auch extrem unkompliziert, irgendwie den Kanal zu erstellen und alles zu machen. Ja. Kannst ja, Mike, dreimal kannst du raten. Ne, zweimal. Einmal. Einmal reicht. Was war das Schlimmste? Was hat am längsten gedauert bei diesem Kanal jetzt hier? Bin ich mal gespannt, ob du da drauf kommst. Ja, ich glaube, kann man drauf kommen. Ja, ich glaube auch. Ja, die Frage, ich weiß nicht. Also der Plan ist jetzt quasi, dass, boah, hier ist es, glaube ich, also ich vermute mal, hier ist es gerade mega am Unwettern. So, weil ich höre die Jalousien die ganze Zeit nur wum, 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 wum. Wum, wum. Krass, würde ich gerne mal rausgucken. Also der Plan ist, dass der Boden hier komplett aus diesem Stein ist, ne? Ja, da habe ich auch genug. Okay, perfekt. Ja, ich habe auch noch was im Backofen gepackt. Da kommen wir schon ganz gut klar. Okay, ja, Mike lag direkt mit seiner ersten richtig. Natürlich der Name. Was sonst? Aber im Vergleich zu Zack war das jetzt ein Träumchen, finde ich. Ja, also das ging auch. Ich habe leider überhaupt kein Holz mehr, ich kann das gar nicht weitermachen. Achso, ich gehe. Gleich welches holen. Kann ich da einfach runterspringen? Sterbe nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Hey. Ich habe gar keinen Sound. Anni, bist du schon gespannt auf Monaco? Frag GamesMile. Ja. Mal gerade kurz gucken. Ich habe die Trainings tatsächlich mir angeguckt. Also, ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Muss mal kurz, glaube ich, Minecraft einmal schließen. So einmal kurz wegmachen. Mhm. Weil ich habe keinen Sound in-game. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. Ja, die große Frage, über die man natürlich, oder das Thema, worüber man halt auch mal sprechen kann. Jetzt ist schon alles verrutscht, ne? Schauen wir mal. Warte mal, also du bist auf jeden Fall da. Du passt. Ja, das ist erstmal. Das ist ja das Wichtigste. Vielleicht in der anderen Szene nicht, aber. Gucken wir mal. Prost. Ja. Nein, du siehst ja alles. wie stehst du jetzt zur EM? Die EM steht ja vor der Tür. Ja. Also kurz nochmal eben zu Monaco. Ach so. Das ist ja das Rennen des Jahres eigentlich immer. Also ich bin auch. Ich finde die ganzen Memes um Marzipin richtig witzig, der so ein Go-Kart drumherum, so um sein Auto, damit er sich nicht kaputt fährt. Aber er besser als Schumacher. Ja, ich habe mega Bock. Das Problem ist, es läuft halt gleichzeitig mit der Bundesliga. Sprich, ich muss es aufnehmen und ich kann dann während der Bundesliga nicht irgendwie auf Twitter oder sowas gehen. Ja. Und also ich kann generell gar nichts machen dann.
Und nach der Bundesliga gucke ich dann der Formel 1. Gucken. Hallo Hund. Hallo Lilly. Ja. Oh, wie cool. Hallo. Ja. Bist du jetzt hier? Machst du Urlaub? Ja. Komm erstmal. Ein bisschen neidisch, dass euer Hund aktiv und wach ist. Meiner liegt hier rum und schläft. sollen wir kurz schlafen gehen? Ja, du kannst ruhig schlafen. Ich bin noch gar nicht auf dem Server. Jetzt habe ich auch wieder Sound. Das ist Hundeshow? Ja, das Hundeshow? Ja. Boah, hier ist es richtig am Gewittern. Uiuiui. Uiui. Ich habe nichts. Ja, klar. Ja, natürlich, wenn der Hund da. Was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Also so, ich habe gerade Holz geholt. Achso, ja. Wie gesagt, richtig, richtig cool. Habe ich Bock drauf. Achso, genau. Vielleicht Minecraft übertragen wieder. Achso, jo. Kann ich? Ne, Moment. Dülüdü. So. Jetzt müsste was passiert sein. Und, also das, ich hab mega Bock. Also, mal zu spinnen. Ja. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig werden. Und mega cool. Ja, und zur EM? Ja, wie stehe ich dazu? Ich habe tatsächlich, ja, eigentlich gedacht, also ich werde gar nichts gucken. Dann allerdings habe ich bemerkt, ich bin ja Krankenhaus zu der Zeit. Oh, ja. Und dann werde ich vielleicht ganz viel gucken. Und dann habe ich gemerkt, dann, wenn ich operiert werde, ist der letzte Gruppenspieltag und dann sind erstmal 2 Tage Pause. Okay. Richtig belastend, ey. Also kann ich dann halt 2 Tage lang, kommt dann kein Fußball. Also keine Ahnung. Ach, das ist ja ärgerlich. Ja, richtig doof. Hätte ich da sehr gerne direkt irgendwie die ganze Zeit geguckt oder so, aber egal. Ist denn dein Hype überhaupt da, generell? Nein, gar nicht. Noch nicht, ne? Es ist nur Bundesliga im Kopf, auch obwohl es für Düsseldorf um nichts mehr geht. Aber ey, ja gut, Vierter werden. Also über Bundesliga sprechen wir in 2-3 Wochen wieder drüber. Sonst jetzt gerade, boah, ich weiß nicht. Also die Nervosität ist jetzt vor morgen schon extrem da. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, oh, ich habe auch echt Angst. Wir hatten das ja letztes Jahr. Ich, nur um da ganz kurz, also ich glaube, die Relegation wird auf jeden Fall von euch. Ich glaube, ihr gewinnt gegen Schalke. Ja, ey, aber das würde für mich Relegation bedeuten, weil ich nicht davon ausgehe, dass Bremen gewinnt. Ja, sehe ich auch so. Bielefeld rettet sich meiner Meinung nach. Vor allem haben Stuttgart und Gladbach, die ja, glaube ich, beide noch gegen Bielefeld. Genau, Stuttgart und Gladbach. Genau, also die haben ja auch noch was zu verlieren, ne? Ja, Gladbach muss unbedingt, also Stuttgart kann ja nur gewinnen. Deswegen, ich glaube, Bielefeld holt da was. Die hätten auch gegen Hoffenheim gewinnen müssen. Aber ich glaube, Gladbach, also Bremen wird da nicht, also die sind schon echt schlecht. Und Köln ist im Moment nicht so schlecht. Ja. Gegen Hertha, das war so ein typisches 0-0, muss man dazu sagen. Oh, ja. Das hätte man vorher auch schon, ne, das ist dann auch ärgerlich, glaube ich, irgendwie am Ende gewesen. Aber ja, ich glaube, Bremen geht direkt runter morgen. Ja. Und ich hoffe es, also von mir aus gerne. Ja, für dich natürlich dann eine schöne Liga, ne? Ja, und dann ja, gucken, was in der Relegation, ich glaube. Ja, also ich bin mir nicht, ich könnte mir auch vorstellen, also Fürth wird morgen, übermorgen wahrscheinlich gegen Düsseldorf gewinnen. Gehe ich mal irgendwie von aus. Und da muss man mal gucken, ne, was die anderen machen. Ja, ganz kurz, wunderschönen guten Abend. Mojung, schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Willkommen. Ne, muss ich mal ganz kurz zwischenhaken. Ja, alles gut. Ja, aber wie gesagt, wir können gerne das nächste Mal, wir können ja erstmal abwarten. Ja, also aber ich stimme dir in allen Punkten komplett zu, nur ich habe echt Angst vor Schalke. Also es klingt jetzt komisch nach der Saison, aber so wie die letzten Spiele gespielt haben, ne? Das sind ja nur Junge, die jungen Wilden. Die haben doch Bock. Letzte Mal Bundesliga, ja leider ohne Fans, kam jetzt ja raus. Mhm. Das ist ja ihre Chance, also natürlich haben die auch Bock. Also das ist, ja, mal gucken. Nee, ich habe das eine Stufe zu tief gebaut, da kommt ja noch der Boden hin. Warte mal. Stimmt. Na gut. Nein. Hättest ja auch mal was sagen können. Ja. Jetzt sieht man die Sicht, wie du quasi baust. Aus deiner Sicht und oh, ich bin die Flying Cam. Ach jo. Richtig gut. Bei Sicht. Innovativ. Wow. Innovativ, das fehlt dem Streamtitel.
Muss ich jetzt noch anmerken. Soll ich da mal was hinpacken? Nein, alles gut, wie du magst. Okay, dann lasse ich alles. Werde erstmal weg sein, gib gleich wieder ein Formel 1 Rennen mit meinen Leuten. Ja, ich wünsche dir ganz schön viel Spaß. Und hau die Leuten raus. Nee, war ein Spaß. Lass es. Wunderschönen guten Abend auch Chaos-Kommandant und Akiuel. Schön, dich zu sehen. Hi. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Das ist ein Kumpel von Pascal gewesen. Oder noch. Ah, ja, ja, doch, stimmt. Ja, der Name sagt mir was. Chaos-Kommandant passt dazu, so wie ich es ausspreche. Wunderschönen guten Abend. Und auch Retepus. Oder Retepus. Oder. Ach, der Retep. Nee, gibt's ja nicht. Hi. Ich, also, doch, der redet, ne? Ja, ja, genau. Also ich habe die ganzen Halunken seit Jahren nicht mehr gesehen oder gehört. Freut mich. Hi. Vor allem dann auf dem neuen Kanal, ne? Also wie kommt das zustande? Das, ja, den muss er erstmal finden. Ja. Warum hält Mark Forster Stan aus Hausback als Geisel? Nee. Sag ich gleich. Zum Kuchen. Keine Ahnung. Warte mal. Also wenn. So bin ich ja kein Mark Forst. Obwohl doch, der hat ja auch so. Also so bin ich der Mann. Könntest du theoretisch auch einen Titel packen, ne? Ich glaube. Mark Forster dreamt mit. Sehr, sehr innovativ auf jeden Fall. Richtig innovativ. Link Solution, es geht um Kuchen. Die wichtigen Fragen werden hier geklärt. So ist es. Es geht immer um Kuchen. Die große Kuchenfrage ist doch aber letzten Endes, wo ist der Übergang zwischen oder ab wann ist ein Brösel ein Krümel oder umgekehrt? Oder? Ich kann sie nicht beantworten. Ich habe keine Steine mehr, das gibt's doch gar nicht. Achso, ich kann mal eben rüberflitzen. Natürlich, ja. Kriegen wir doch alles hin. Es gab vor kurzer Zeit, 2-3 Wochen her, eine komische Serie oder Sendung auf Vox. Einfach mit allererste Sahne. Mhm. Das war sehr unangenehm zu schauen. Also wirklich, das war. Ich bin mir nicht genau. Ich weiß auch nicht, warum ich das dann geguckt habe. Ich habe es aber dann auch verfolgt, weil es irgendwie doch okay war. Das war aber auf diesen Hinblick sehr unangenehm, weil das war so richtig cringe also richtig. Da war die Moderatorin zu jedem und die haben alle auf Best Friends getan und die coolste Zeit ihres Lebens, so eine Klassenfahrt. Das war schon. Ich weiß nicht, kennst du irgendwie, wie ist das, Sing meinen Song? Irgendwie so? Ja. Ich weiß nicht, ich fand das früher eigentlich schon ganz cool, so generell, aber das war dann immer alle so, oh, wir sind alle die besten Freunde und alle total toll miteinander und so. Oh, das fand ich auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das konnte ich mir dann nicht so vorstellen, dass das der Wahrheit entspricht. Ja, also ich hab's mir nie angeguckt, das war irgendwie nicht meins. Was habe ich noch nicht mal, ich habe ja gar nichts mehr wieder an Ressourcen, keine Kohle, nichts. Nichts. Aber ich mach mal hier hinter. Ah, da ist. Das da. Ja. So. Ich mach das jetzt erstmal eben hier hin. Und da muss ich, glaube ich, auf Ressourcenreise gehen. Achso, ne, warte mal, so weit wollen wir ja gar nicht. Ups. Irgendwie, keine Ahnung. Wunderschönen guten Abend, Podracer Podcast. Hi. Ganz kurz. Die Begrüßung übernehmen. Die freut sich so, die Hündin des Hauses. Ist auch immer, wenn mein Hund bei meinen Eltern ist, dann freut er sich mega, weil der kriegt dann so viele Streicheleinheiten und so viele Spielgelegenheiten wie sonst nie. Ist dann auch natürlich immer, weil er dann komplett im Mittelpunkt steht, ne? Mhm. Ach, wolltest du diesen Hintergrund irgendwie so als. Also, dass da so einer ist hinten. Ach ja, du machst es schon so. Okay, alles gut. Ich habe gerade kurz überlegt. Aber dann. Wir sind uns auch so einig, ne? Ja, ja. Wie mit dem Kanal. Also, wie gesagt, das ging echt schnell. Also, hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet. Ja, was heißt nicht mit gerechnet? Es war zumindest so, dass
man davon nicht ausgehen konnte. Bis auf den Namen. Aber wir haben voll viele Kommentare, glaube ich, ne? An sich. Ja. Aber ist noch alles so, also bis auf, also der FC steigt ab, das glauben wir irgendwie, also ich glaube nicht. Nicht morgen oder wie auch immer man das sagen mag. Ja. Ja. Der Rest ist halt so ein bisschen aus dem Kontext. Was ist denn Sus? Keinde Sus? Ich weiß nicht, mir hat letztens auch ein Kumpel irgendwas geschrieben, komplett irgendwie so in Jugendsprache. Da habe ich gemerkt, dass ich alt geworden bin, weil ich den einfach nicht verstanden habe. Ich wusste nicht mehr, was er von mir will. Das Alter. Ja, ja. Oh, irgendwie passt das mit da oben dann nicht, aber das ist ja, glaube ich, egal. Ach so, ja, das nee, das war ja nur, das war ja nur ein ja. Bild quasi, ein Vorbild. Ein Vorbild. Jetzt, ich glaube, ich mache noch ein, zwei. Und gleich mal gucken. Das wird sowieso dann noch ganz schwer, da irgendwie. Ja, okay, man kann vielleicht noch einmal. Auch wunderschönen guten Abend, Ink Solution. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Woher kommt denn das? Wir haben jetzt 8 Zuschauer. Ui. Bestimmt so eine Gruppe wie wir manchmal auf Twitch. Ja, aber ich hoffe, die sind nicht so wie wir. Na. Okay, hey, seid ihr auch so eine Gruppe, die mal Streamer sucht und das ist Twitch auch, ne? Das ja, ist auf halt jeden auch Fall. Twitch. Ich meine, das ist auch manchmal sehr witzig. Also man hat da schon den einen oder anderen Kontakt geknüpft. Das stimmt. Schwarz-weiß gestreift und was kommt nicht Black? Ja, da war jetzt zu schnell die Antwort. Da muss ich jetzt mal kurz Kritik äußern. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Ich leg mich mal kurz hin. Lieg auch, ich lege es gerade auch mal ein bisschen. Ich habe überhaupt keine. Ja, weiß ich. Also keine Ressourcen mehr. Aber dafür ist mein ganzes Lager voll, aber mit Dingen, die ich nicht brauche. Das ist natürlich nicht so praktisch. Überhaupt. Ich kann noch mal kurz was holen gehen. Was brauchen wir denn generell? Steine, Holz. Ich bräuchte einfach ganz viel Kohle. Kohle, okay, da kann ich mit dienen. Ist ja schon ganz gut. Ja. Genau, ganz viel Kohle wäre, glaube ich, ganz gut. Da steht ein Creeper. Gibt's ja nicht. Prasseln die ganzen Witze in den Chat. Kohle hat der Rich Boy. Ja, ich nicht. So ist es. Deswegen habe ich auch nur die kleine, einen kleinen Screen hier von Minecraft. Du spielst auf dem Handy, ne? Ja. Oh Gott. Das Gute ist, dass ich sowas nicht mehr machen. Also auch mit PS3 oder so. Ja. Das waren Zeiten. Das ist ja auch schon Jahre her. Das ist so krass. Also, ey, ich finde das. Ich fände es, glaube ich, mal ganz cool, quasi, könnte man so sagen. Ich fände das richtig cool, wenn wir mal irgendwie so einen Stream machen, so einen Reaction-Stream auf unsere Videos, wo man mal so irgendwie chronologisch einmal durchgeht. Also wo man irgendwie einmal so deine YouTube-Twitch-Zeit irgendwie einmal durchgeht, dann meine, dann unsere gemeinsame, irgendwie, wie hat man sich kennengelernt und so, dass man da so eine Art Zeitstrahl erstellt. Fände ich ganz schön. Bitte sehr. Okay. Das ist gut, weil dann kann ich jetzt erstmal noch ein bisschen Bruchstein, wobei so viel brauchen wir ja nicht. Oder hast du jetzt so viel Stein noch? Ich habe noch anderthalb Stacks. ja, doch, ich glaube, wir müssen ja auch noch ein paar. Oder? Sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie macht man denn diese Halbsteine da, die da oben drauf kommen? Ja, da habe ich noch welche von. Ja, perfekt. Glaube ich. Also ich glaube, zweimal braten oder so. Oder zweimal in den Ofen war das. Ja, ich mach mal ein bisschen Ofen-Action. Ja, das ist auch gut. Ja, es müssen ja auch noch irgendwie Häuser und Kräne und sonst was hin. Das schadet der Stein dann nie. Ja, das stimmt. Jetzt, genau, glatter Stein habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Perfekt. Vor allem das Lagerhaus fände ich, glaube ich, ganz cool für den Anfang. Ja, also ich brauche das auf jeden Fall. Ja. Im Moment habe ich hier noch nicht so wirklich den Durchblick. Aber das passt schon. Genau.
Wie machen wir das denn da oben mit... Oh, das wird, glaube ich, richtig schön. Wie machen wir das denn, wenn es da jetzt höher geht? Also jetzt diese... Ja, das ist... Ne? Ja. Einfach noch eine Etage drauf und dann passen wir hier die... Ups, die Erde ein bisschen an, oder? Ja, ich denke mal, wir müssen Erde anpassen. Passt. So, Chaos-Kommandant, bei Deutsch bleiben. Das wäre schon ganz wichtig. Und auch natürlich an den Rest. Ist natürlich auch cool, dass ihr euch da... Dass ihr da so ein paar Fragen reinschreibt. Es muss aber schon irgendwie Sinn machen, wenn ihr jetzt nur seid, um Fragen zu schreiben. Das hilft nicht. Also, dann könnt ihr euch gerne jemand anderen suchen. Gibt's ja auch genügend Leute. Genau. Ja, so ist es. Jetzt muss ich gerade mal... Ich überlege gerade, am besten gehe ich mal ein bisschen Schwarzeichenholz noch besorgen, ne? Ja, brauchen wir, glaube ich, auch noch. Achso, ich kann mal die ganze Erde mitnehmen und kann dann ja schon mal ein bisschen versuchen zu terraformen. Irgendwie, bitte. Ja, perfekt. Dann fälle ich erstmal hier vorne die Schwarzeichenbäume, kann ich fällen, den einen, quasi. Ja. Okay, perfekt. Hole ich noch ein paar Setzlinge von drüben und dann geht's los. Huch, hast du gerade Schaden bekommen? Ja. Ah, okay, ich dachte jetzt schon. Ach, hast du? So. Ja, ich finde aber auch ein Ausschnitt von Cäsar. Ja. Also ich denke, wir sind ja alle alt genug. Jetzt hattet ihr nochmal die Möglichkeit. Und wenn das jetzt dann nochmal macht, dann müsst ihr leider so gehen, wenn ihr nicht freiwillig gehen wollt. Ist blöd. Aber ist dann auch irgendwann nervig und macht dann auch keinen Spaß. Ja, vor allem. Interaktion ist ja einfach Selbstunterhaltung. Das, ja, und vor allem, wir kennen uns ja. Also, das ist halt dann auch nicht so cool. Wir kennen das ja hier auf Twitch und. Wir machen das ja auch mal. So auf ist jeden nicht, Fall. Aber man geht dann, also wenn man das schon cool macht, muss man schon auf den, also muss man schon vernünftig interagieren, sonst wird das nichts. Genau, das meine ich ja. Also da wir uns ja auch privat kennen, in Anführungsstrichen, ne, vom Teamspeak damals oder Discord oder so, dann macht man das vielleicht auch nicht unbedingt, oder? Also dann, Ne. Also ich kann das nachvollziehen, wir machen das ja auch manchmal und es macht ja auch Spaß, aber ja, unter Kumpels, so. Ja. Das muss schon irgendwie sonst passen. Ja, Gronkh ist auch online. Ich meine, da bekommt ihr wahrscheinlich dann ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wild. Ja. Und da habt ihr nur eine Facecam. Ja, genau. Aber wie gesagt, ne, ey, sowas machen wir auch immer mal wieder. Aber da muss man irgendwie, weiß nicht, da muss man irgendwie besser machen. Das ist noch nicht so ganz. Aber spätestens, wenn die richtigen Leute online gehen. Ja, dann, eben. Seid ihr bestimmt auch, könnt euch richtig aufhalten. Ja, ich finde es halt schade, wenn man irgendwie damals eine Community war und halt auch einfach nur die Wege sich verlaufen haben und im Guten man sich getrennt hat. Da finde ich das auch irgendwie uncool, wenn man das so macht. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Wobei ich habe auch erst gedacht, aber. Vielleicht auch Namensänderung oder so? Weiß man ja auch nie, ne? Was meinst du? Ja, ich weiß ja, also ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob das die sind, die vom Namen her passt es zwar, aber die damals auch. Doch, doch. Weiß ich nicht. Das. Also von den Namen passt das ja 100%ig. Alles gut. Okay. Ja, dann. Ey, krass, weg sind die. Ey, das ist ja eine richtige Assi-Aktion. Also das muss ich jetzt mal sagen. Also ich meine, man muss das ja vielleicht mal erzählen, falls irgendjemand das sieht, der jetzt irgendwie nicht so großartig da auf YouTube drin ist. Hallo YouTube übrigens. Genau. Wenn ihr das jetzt hier hört, halt in den Kommentaren, was war das denn für eine Assi-Aktion? Ja, also wir waren halt eine große Community. Hallöchen.
Und wir haben uns halt mega gut verstanden und die Community ist ja nur irgendwie auseinandergegangen, weil jeder so seinen Weg gegangen ist und so und ja. War halt alles cool. Und dann macht man das nicht, einfach nur um zu Trollen reinzukommen. Vor allem, es wäre doch so cool gewesen, sich auszutauschen, wie es einem aktuell geht und was man so macht und so. Ja, finde ich Chance vertan. Schade. Also, ja. Ich habe das aber, also ich habe das schon am Anfang so ein bisschen gemerkt, deswegen, als du da meintest, ein paar Kommentare, ich habe das auch gelesen. Ja, sorry. Und hab schon gedacht, ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, weil ich ganz, ja, ey, wir sind ja auch auf Twitch, ne? Wir sind alte Hasen im Twitch-Geschäft. So, also muss man ja ehrlich sagen, auch wenn man das jetzt nicht so sieht hier. Ja. Aber es ist ja so, ja, wir wissen, also, ne, das war, also ich habe schon irgendwie, ja. Ja, dazu geahnt. Den richtigen Riecher auf jeden Fall. Aber er, ja, natürlich blöd, ne? Aber gut, so ist es halt. Ja, man muss halt auch dazu sagen, was ich halt irgendwie schade finde, es ist so der erste Stream auf dem Kanal und wenn das jetzt irgendwie beim 10. Stream oder so wäre, dann hätte ich da glaube ich auch noch ein bisschen anders drüber gedacht und vielleicht auch mitgelacht, aber man macht sich halt voll viel Mühe, voll viele Gedanken, will das irgendwie cool auf die Beine stellen und hofft dann, dass vielleicht jemand reinkommt, der irgendwie Bock hat mitzumachen, irgendwie zuzuschauen, sich einzubringen. Ja, dann hat sowas halt ärgerlich, finde ich. Es ist nicht mehr gewollt, ruhige Streamer. Das ist ja die Gefahr, die wir theoretisch haben, ne? Dass man das quasi hier gar nicht mehr so ernst nimmt in seiner. Also, es ist halt auch. Aber gut, so ein bisschen Experiment ist das ja, ne? Muss man ja auch mal sagen. Weil das ist ja wirklich auch so die Möglichkeit, mal zu sehen, ey, was ist denn jetzt mittlerweile aus Twitch geworden? Ist es wirklich mittlerweile so plump, so komplett ohne. Also wirklich, als würde man nichts Sinnvolles im Leben tun. Weißt du? Aber die Leute, die da waren, die waren halt auch früher richtig cool, ne? Also wir hatten halt richtig Spaß zusammen und dass Leute dann sich auch verändern und dem anpassen, das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja, ja, das ist es nämlich, ne? Ja. Twitch hat sich vielleicht, aber wir nicht. Wir bleiben da, wo wir sind. Ja. Ach ja, egal. Wir können endlich wieder Minecraft spielen. Juhu. Ja, ey, wir haben ja währenddessen auch viel geschafft. Und ich glaube, das wird auch richtig cool aussehen, wenn hier noch so ein paar Marktstände sind und die Mauer fertig ist und so. Ich versuche es jetzt so ein bisschen anzugleichen. Das ist nicht so einfach, weil es sieht jetzt erstmal natürlich nicht natürlich aus. Aber muss es auch noch nicht so in dem Maße. Weil man ja eh erstmal ja, gucken muss, wie das quasi im Endeffekt aussieht. Also wir müssen ja auch dann ein bisschen höher. Ja, ist halt so die Frage. Ich glaub, also, ein niedriger ist das dann, oder? Das ist ja auch nur dieser kleine Teil, ne? Ja, also aber ist halt die Frage, ob wir da einfach noch eins draufsetzen. So müssen auch mal. Ja, ich würde das schon noch mal einmal einen drauf. Und dann vielleicht drei Stück oder so und dann nicht mehr oder mit so Treppen irgendwie, das ist darunter. Jo, das ist eine gute Idee. Dann gleichen wir das an. Mhm. Ich glaube sonst, also das sieht ja schon cool aus, wenn es ein bisschen höher. Okay, ich würde mal ganz kurz schlafen gehen, dann können wir das gerne nochmal durchgehen, wenn du magst. Ich bin jetzt auch am Schlafen. Perfekt. Dann kannst du gerne mal schauen, wenn du magst, mir mal kurz sagen, wo du es gerne dann höher hättest, sozusagen. Ja. Also ob wir dann hier zum Beispiel starten, wieder eins draufzusetzen und dann ab dem hier quasi. Ja, doch, das können wir auf jeden Fall machen. Okay, also dann auch wieder drei, ne? Erstmal. Das ist aber ein anderes Holz, ne? Ah, okay. Nur so nebenbei. Ja, das ist okay, gut. Okay, warte mal. Komme ich mal auf die andere Seite und dann schaue ich mal ganz kurz. Ach so, ich sehe ja die Begrenzung. Ich bin ja auch ein Dulli. Hallo Skelett. Na, habe ich überhaupt schon Monster gekillt? Ja, doch. Genau. Schwarzeichentreppen. Trotzdem, oder? Manchmal der kleine Stream. Ja, ich kann es gar nicht so sehen, tatsächlich, weil. Auch kaum. Immer ein bisschen rüberschauen. Erkennt man das auch gar nicht. Also muss man dann wirklich mal schauen, ob das Sinn macht. Wenn du magst, können wir ja nach dem Stream nochmal kurz ins VOD reinschauen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt auch wichtig. Haben wir das aktiviert, dass die aufgenommen werden, die Streams? Ja, ich meine, ich hab's auch.
Oh, richtig gut. Oh, perfekt. Weil ich habe da überhaupt gar nicht dran gedacht. Stimmt, sonst kann man das gar nicht hochladen. Mhm. YouTube. Ja, müssen einfach hoffen, dass es aktiv ist. Ich weiß gar nicht, ob das so cool wird mit einer Treppe. Ja, das wäre natürlich auch nicht. Entweder mit so Treppen oder ja, irgendwie sowas. Na, Lilly? Schlawenzelt die bei euch durch die Gegend gerade? Ja. Ja, danke schön. Ja, die hat sich jetzt in den Korb gelegt. Und ja, chillt jetzt ein bisschen. Ja, die weiß, wie man es richtig macht. Ja, hat noch die Lauscher natürlich ordentlich auf, weil ist jetzt ja unbekannte Umgebung. Mhm. Jetzt wird sich penetrant weggedreht, weil sie eine Diva ist. Und ja. Ja, lecker. Nee, doch nicht. Ich habe auch eine Diva, dabei habe ich einen Rüden. Aber ich finde das immer ganz witzig, also das ist sowieso ganz... Ach ne, warte, muss ich halt gar nicht. Ganz cool, wenn man das so sagen kann. Okay. Geh da rum, was ist denn da los? Alles gut, Lini? Okay, sie ignoriert mich. Ich glaube, ich weiß, warum sie ignoriert. Das ist jetzt nämlich dieses diva-hafte Verhalten, sie ignoriert mich. Ja, es guckt sie mich an, aber richtig böse. Weil ich natürlich jetzt nicht so die Aufmerksamkeit gebe wie sonst. Sonst rast sich ja genauso aus wie der Hund, wenn man sich sieht. Mhm. Naja. Aber ich finde das halt cool, dass so ein Charakter dann immer so ja. quasi vom Hund ausgeht und ja. Ich finde das auch cool, wenn man den als Besitzer quasi beibehält. Also ne, nicht irgendwie aberzieht oder so, weil ja. das ist ja gerade das Coole, wenn so ein Hund irgendwie ein Lebewesen ist und man merkt auch, dass es eins ist und so. Voll. Ich koche ihr gerade Essen und sie steht die ganze Zeit. Ach, du kochst ihr Essen? Wow. Da bringe ich meinen Hund auch mal vorbei, glaube ich. Ja, da ist sie, aber das kennst du, glaube ich, schon immer so, da ist sie so ein bisschen verwöhnt vielleicht. Aber das war bei uns, also bei meinen Eltern, beim damaligen Hund auch so, dass irgendwann kommt halt auch so ein Zeitpunkt, da vertragen die Hunde ja leider auch nicht mehr so viel. Ja, ist jetzt bei ihr auch schon so ein bisschen. Ja. Da müssen die auch schon Gemüse und so mit da reinmachen und sowas. Mhm. Ui, Damina, wunderschön. Guten Abend, Damina fliegt in den Weltraum, der Alert. Achso, da ist das noch gar nicht angepasst, mittig. Ach, stimmt. Aber cool, schön, dass du da bist, hi. Oh, das ist aber jetzt interessant, woher? Ich kann es mir vorstellen. Die Tür ist ja zu, du kommst gar nicht raus. Oh. Ja, warte, das ändere ich natürlich. Das geht natürlich nicht. Na, schön, dass du reinschaust. Hi. Ich hoffe, dein Tag war gut. Wie geht's, wie steht's? So, erstmal ein bisschen was essen. So, ich weiß noch gar nicht. Ah, die ist gerade weg. Wie wir die Übergänge gleich machen wollen. Also wir haben gesagt mit Treppen, aber schauen wir mal. So. Eventuell habe ich mich gerade gefragt, auf welchen Discord Leute joinen. Ich bin... Oh, warte mal. Was denn? Ach so. Da ist der Riecher wieder, oder wie? Na gut, ich kann da jetzt gerade nicht reinschauen, glaube ich. Ja, ich... Ja? Ich kann es mir vorstellen, ja. Kommando, ja, es ist so. Kommando Git und Just Pascal. Just Pascal ist der von damals, Pascal Industries. Echt? Mhm. Und wer ist Kommando Git? Keine Ahnung, aber das ist ja, Kommando. Das ist ja eine Crew, ne? Das ist ja Pascal, Retep und so. Ja, aber die... wer war denn Pascal jetzt von dem? Ach, das Chaos-Kommandant? Der hat sich auch auf Instagram komisch genannt. Genau, also. Oh. Oh, da, okay, wenn. Okay. Ich hoffe, Pascal war nicht dabei. Dann würde ich aber auch. Weißt du, was ich meine? Dann hätte ich aber also... ganz anders reagiert. Also hätte ich das jetzt so hundertprozentig gewusst. Okay. Ja, egal, reden wir nicht mehr drüber. Ja, ey, ich muss sagen, also das, sowas finde ich aber auch irgendwie richtig traurig, weil wenn man so eine, okay, jetzt rede ich doch wieder drüber. Ja. Aber wenn man halt so eine... Ich habe ein Logbuch gelesen und dachte, hä, welcher Discord ist denn das? Ja, haben wir einfach mal alles geändert. Stimmt, ja. Hat man. Ja gut, aber sieht man ja auch dann, ne, wenn man nochmal genau. drauf schaut.
Sehr gut, dass du es gefunden hast, Denise. Direkt beim ersten Stream. Nee, Spaß, wir sind schon seit einem Monat am Stream, hat nur keiner gefunden. So ähnlich. Das passt also. Ja, sehr, sehr cool. GameSmile hat uns auch schon entdeckt. Ja, Luisa war klar. Weiß nicht so. Auch da noch. Weiß nicht so, so krass. So, ich terraform weiter. Einen Monat schon habt ihr dort nicht. Ja, als Tarnung. Alles als Tarnung. Nee, natürlich nicht. Also, das ist jetzt heute der erste und wir hatten jetzt die letzte Zeit, haben wir eigentlich alles dafür genutzt, alles natürlich abzuklären, wie wir das machen wollen, dass es auch für euch cool ist. Und ja, das muss halt alles noch optimiert werden. Also, natürlich, ne? Aber haben auch gesagt, wir müssen jetzt nicht von Anfang an mega perfekt alles haben, sondern das kann man auch nach und nach. Ja, deswegen richtig. Haben wir heute schon angefangen. Wir haben jetzt das Gröbste, wir haben auch es zumindest hinbekommen, auch wenn es jetzt noch so ein bisschen pixelig ist oder so, aber bei Facecams, zweimal das Spiel, weil ich immer noch glaube, dass es. Ich kann es ja mal auf Vollbild machen. Ich glaube, ich, dass der kleine Bildschirm noch immer sehr. Ja, ich sehe es gerade auch, der ist auch komplett verpixelt leider. Ja, sonst mach den doch aus und vielleicht dann streame ich das Spiel auch nicht mehr. Ah ja, das ist gut. Und dann müssen wir gucken, dann hast du die Facecam groß und dann ist die auch vielleicht nicht so unschön. Man muss natürlich auch sagen, dass das jetzt gerade auch, glaube ich, nicht viel Sinn ergibt, beide Spiele zu streamen, weil wir bauen halt gerade das Gleiche und bauen ist ja jetzt auch nicht so das Spektakulärste, sage ich jetzt einfach mal. Das stimmt, ja. Also ich habe jetzt das ausgemacht, du musst mal gucken, ich weiß nicht, ob ich jetzt verrutsche oder so, aber theoretisch kannst du jetzt gut. Ist es jetzt nur noch mich in groß eigentlich, oder? Warst du mich dann noch? Ja, aber alles okay. Okay, ja, weil die Kamera da ja dann noch jetzt trotzdem nicht die gewünschte Qualität hat. Wahrscheinlich, weil es ja so groß gezogen wurde. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich kann es, wenn du magst, mal kurz testen. Also wenn ich jetzt dich quasi wieder groß mache. Genau. Andi, bei dir sehe ich schon Improvements. Der von der Müllhalde ist wieder da. Ja, er ist wieder da. Und ich habe ein Ringlicht. Also hier. Ich kann mich hier richtig hell machen. Ne? Also tatsächlich mal Beleuchtung. Ja. Das ist, wenn ich jetzt hier... Siehst du... Ja, jetzt natürlich nicht. Ja, Moment, sorry. Falscher Moment, ne? Genau. Ja, aber du warte mal, das ist jetzt ein... Also, ganz belastend. Ja, so ist cool. So ist gut, ne? Warte mal, aber da kann man auch gute Sachen mitmachen. Moment, warte mal. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind... Ne, warte, jetzt musst du davor. Achso, ich bleib mal eben gerade sitzen. Warte mal, muss ich hier mal wieder. Jetzt die kleinen Spielereien. So. Das ist auch okay, oder? Ja, okay. Ich mach das mal wieder richtig. Hätte ich in die andere Richtung gucken müssen. Ja, aber jetzt ist es nicht mehr so verpixelt, das sehe ich. Ja, es sieht richtig gut aus. Andi ist unser Gameplay, ja. Nee, also wir haben es natürlich schon versucht, so ein bisschen. Ein bisschen weiter, Lilly. Das ist meine Bettseite. Ja, meine Bettseite, aber Luisas Decke. Egal. Also, natürlich hat man sich versucht, ein bisschen besser vorzubereiten. Und jetzt haben wir zwar die Möglichkeit mit zwei Facecams. Und ich denke, wenn sich das eingespielt hat und wir auch die Einstellungen perfekt wirklich wissen, können wir dann auch wirklich sagen, wir können zwei Spiele zum Beispiel gleichzeitig oder so, ne? Wie bei FIFA oder so. Oder bei anderen Spielen. Keine Ahnung, wo es sich halt anbietet. Jetzt bei Minecraft gerade, weil wir an einem Projekt arbeiten, egal. Das ist halt so. Jetzt bin ich doppelt. Wie doppelt? Ja, nee, ich hatte dich gerade zweimal als... Achso, weil wenn ich jetzt dein Spiel wieder aktiviere, also deinen Spielausschnitt, dann bist du wieder da. Achso, ja. Also nochmal. Quasi. Genau. Ja, Community-Server ist richtig, steht auch drin, aber man kann nicht einfach so mitspielen. Also muss da schon ein bisschen dabei sein und also. Ich liege. Jo, Dito. Gleich auch, sehe ich gerade. Mhm. Kann den Stream ja auch mal eben. Dann ist der gepuffert, dann sehe ich ja auch, was du so
Ich glaube, mir gefällt das nicht, was wir hier gerade machen. Ich glaube, ich fände es cool, wenn wir, wenn du den Platz theoretisch ein bisschen hergeben kannst, wenn wir da quasi irgendwie so einen Weg bauen. Also, dass wir das ein bisschen verlagern, sozusagen. Dass wir zum Beispiel sagen, diese zweite Ebene hier, ne? Also, ja, ne, ab hier, wo ich jetzt stehe, dass wir die so vier Blöcke nach hinten machen. Und dann können wir da quasi den Weg so an der Seite irgendwie hochbauen oder sowas. Ja, das wäre cool, ja. Ja, ist das in Ordnung? Ja, können wir gerne machen. Du hast ja deine Hyper-Schaufel da. Ja, sehr gut bauen ist ja kein Kriterium dafür, um auf den Server zu spielen. Sieht man an uns, ne? Ja, wahnsinnig toll. Achso, man sieht ja gar nichts mehr. Ich kann jetzt endlich wieder rumtrödeln. Juhu. Ach genau, die Steine sind wahrscheinlich schon längst fertig. Ja, vor allen Dingen hier oben, ich muss... Warte mal, weiter zurück ist, glaube ich, schwierig. Achso, warte mal. Ach, da ist dein Teich. Da ist mein Teich und... Also, ein Block geht. Ja. Das ist nicht viel. Oder wir bauen dir einen Teich woanders hin. Nee, der ist so schön. Der ist schön, dann bleibt der. Gut. Ja, das ist jetzt eine Schwierigkeit. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Oder machen wir das gar nicht mehr so und machen einfach... Ja, aber wegen der Erhöhung ist halt so blöd. Da muss halt ja wieder künstlich... Genau, so sieht's aus. Denise. Achso, wir haben gar nicht... Nee. Toll. Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich weiß, ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn wir theoretisch irgendwie so einen leichten Weg hochbauen aus Erde, geht das ja auch nicht, weil da ist ja dann auch der Teich. Also er müsste ja quasi eigentlich direkt straight hoch. Teich, ja. Leitern. Also mit dem Weg ist ja egal, das kriegen wir hin, aber wie machen wir die Mauer halt weiter? Ich überlege gerade, wenn die Mauer... Ja, oder wir müssen es doch in der ganzen Länge einmal die Mauer auf zwei Stufen machen, also zwei hoch. Das terraformen wir halt an. Das wäre so die andere Möglichkeit dann noch, ohne dass man da jetzt auch runter geht oder so. Ja. Dann haben wir halt natürlich... Ja doch, dann können wir es halt anpassen. Da kommt ja dann auch noch teilweise Stein drauf, teilweise ja Erde. Muss ja auch noch mein Grundstück quasi ja jetzt hier kennzeichnen, wie groß das dann ist. Also mega groß. Also es geht nach hinten, geht's halt weg. Kann ich jetzt mal schon jetzt mal so irgendwie den Baum so ein bisschen halt. Aber ich glaube, das wird richtig gut hier aussehen. Also generell jetzt erstmal. Ja. Warte jetzt einfach mal hier bis zu diesem Baum. Einfach mal, damit man das so ungefähr mal sieht hier. Also wohin? Da möchtest du quasi alles noch so ein bisschen erhöhen, oder wie? Nee, also bis, also das ist quasi, kommt hier irgendwie, ja, jetzt nicht ganz so, keine Ahnung, kommt dann irgendwie so, hier ein Zaun drauf, den würde ich gleich nicht machen können, weil ich kein Holz habe. Okay, und, also hier kommt ein Zaun hin dann? Ja genau, quasi und keine Ahnung. Dann immer bis hier rum, bis hier und dann darum. Und der Rest quasi, der kann dann schon aus Stein gemacht werden. Dann ist das hier so ein riesiger Hafen halt, ne? Da bist du dieser Erdmauer gerade quasi. Ja, ich sag mal so, ich habe jetzt nichts verstanden, aber das wird ja, schon. Ja, das ist auch alles Die Frage ist, ob man da oben drauf irgendwas noch draufbauen kann. Ich weiß gerade nicht so ganz genau. Gucken. Ich hol mir den Stein. Ich glaub, wir brauchen. Ja, das ist schon mal gut. Machen wir das erstmal mit Stein und die Frage ist jetzt auch, ob wir dann Half-Slabs nehmen sollen, aber dann ist halt das Problem, dass wir wobei ein Problem ist es nicht, wir könnten halt auch mal dann einfach die ist mir gerade Zaun gegeben. Achso, nee, möchtest du den gern haben? Achso, nee, ich habe gerade Zaun aber bekommen. Egal. Okay. Kann ich gleich schon mal so ein bisschen so ab und zu mal einen Zaun setzen, damit man weiß, wo das ungefähr sein sollte. Was ich aber sagen wollte... Weiß ich auch. Klassiker. Termin hat gerade gefragt nach dem New Pokémon Snap.
Ich muss gestehen, um mal ganz kurz darauf zu antworten. Ja, also für dich ist ein neues Pokémon-Spiel rausgekommen, also keine Hauptreihe, sondern so ein Nebenspiel quasi. Mhm. Da kannst du die ganzen Pokémon fotografieren. Da fährst du dann durch die Wildnis und machst halt einfach Fotos von Pokémon. Also von damals. Genau, und das ist jetzt der zweite Teil nach irgendwie 20 Jahren oder so. Und ja, also ich habe mir nicht gekauft, weil 60 Euro dafür finde ich irgendwie happig. War es mir dann jetzt nicht so ganz wert, aber generell voll gut. Also wenn das irgendwann mal im Sale ist, bin ich, glaube ich, am Start. Auf jeden Fall. Hast du das gespielt? 60 Euro. Sind halt die Nintendo-Spiele, ne? Die kosten halt immer Vollpreis. Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Aber die halten sich halt auch im Preis. Also wenn ich jetzt meine alten DS-Spiele, Pokémon-Spiele verkaufen wollen würde, die DS-Spiele haben früher, glaube ich, 40, 45 Euro gekostet neu. Da kriegst du jetzt immer noch 30 Euro wieder für, wenn du die verkaufst. Also ist halt bei Nintendo-Spielen cool. Das hast du ja nicht, wenn du irgendwie PlayStation-Spiele oder Xbox oder PC oder so hast. PC sowieso nicht, wegen Steam und den ganzen Sachen. Aber ist halt ganz nett. Mal, damit man sich das ungefähr denken. Man muss auch gar nicht so weit. Ungefähr bis hier. Ja, dann komme ich mal ganz kurz schauen. Ja, das muss ich auch wahrscheinlich Treppen oder so hoch machen. Hier würde ich dann jetzt auch wieder einen runtergehen. Ach, du meinst, dass hier quasi bis hier oben hin alles Stein ist, sozusagen? Ja, vielleicht nicht ganz, aber also ja, vielleicht, also bis hier quasi, ne? Mhm. Vielleicht. Und da muss man halt gucken. Da muss man das nachher irgendwie anpassen, dass es cool aussieht, aber genau, dann wäre das auch noch eine Möglichkeit von hier. Und ja, wenn man das hoch macht, dann kann hier auch irgendwas Verstecktes sein. Dann hast du hier trotzdem die Mauer, aber von hier ist irgendwie eine Hütte oder so. Mhm. Keine Ahnung. Muss man einfach schauen. Ja, finde ich gut. Der Hafen soll ja ungefähr. Ja, gut. Oder irgendwann muss ja enden auf jeden Fall. So viel. Ja, gut, da ist der schöne Strand mit der Schildkröte und allem. Ja, vielleicht kurz vorm Strand. Mhm. Vielleicht nimmt man den See noch mit, dass dieser See noch in diesem Hafen drin ist irgendwie, in diesem ganzen Gestein dazwischen. Das könnte ganz cool aussehen. Oh ja. Und alle, oder vielleicht, der endet quasi so auf der Hälfte des Sees hier dann auch nochmal. Ne? Also quasi, dann geht's bis, ich muss zwei runter, ne? Ja, mach jetzt nicht, aber keine Ahnung, bis den Block hier oder so. Mhm. So. Ich überlege gerade, ob man da das irgendwas, keine Ahnung, dem Bootsbauer oder so direkt hier an den kleinen See dran bauen kann oder. Genau, man kann ja auch vielleicht verbinden, ne? Dass das noch so ein kleiner Arm ist von diesem. Stimmt, das wäre cool. Und damit so einer kleinen Brücke vielleicht hier dann. Ja, genau. Und die geht dann quasi wieder in die Natur hinein. Das finde ich nice. Inkt, viel Spaß beim Animal Crossing spielen. Oh ja. Animal Crossing übrigens ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Ich glaube, dir wird das gefallen. Ja, glaube ich auch, aber erstens, ja gut, habe ich die Konsole dafür nicht. Ja. Und zweitens, naja, habe ich die Konsole halt nicht, ne? Das ist kein anderer Grund wahrscheinlich. Ja. Also ich, das ist wirklich, ja. Ich habe es tatsächlich wieder verkauft. Ich hatte das ja und habe es auch sehr, sehr gerne gespielt, aber mein riesen Problem an der Geschichte ist, dass du einfach gezwungen wirst, die ganze Zeit zu spielen. Du musst halt jeden Tag rein, um dir da deine Punkte zu holen, damit du wieder was machen kannst und so. Und ich bin halt. Handygame-mäßig, ne? Ja, genau. Und ich bin halt einfach ein Gelegenheitsspieler. Also, ich spiele halt irgendwie einmal die Woche dann 2 Stunden und stream das dann wahrscheinlich oder so. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie, dass ich jeden Tag mich einloggen möchte. Nee, auf keinen Fall. Also, wäre jetzt auch nicht meins. Mit deiner blöden Schaufel, ne? Ja. Also ich würde das ungefähr dann bis hier oder so, dann, keine Ahnung, geh jetzt mal quer rein, damit das dann schon ein bisschen naturbelassener ist oder aussieht. So.
Und dann kommt da die Brücke, weil dann müsste man ja hier dann irgendwie noch so einen kleinen Arm frei machen. Und dann wahrscheinlich mit richtig viel Wasser und Wassereimern das dann auffüllen, ne? Ja, wobei mittlerweile verbindet sich das ja, glaube ich, alles ganz angenehm. Aber alles? Warte, machen wir mal schätzungsweise 1, 2, 3. Ich würde hier trotzdem dann wahrscheinlich nochmal so machen. Also da würdest du den Arm quasi... Genau. Ich mach jetzt mal... Ach, so eine Rinne, so eine Gerade dann, oder wie? Ja, nicht eine Gerade, also schon hier so ein bisschen. Deswegen gehe ich hier gerade auch wieder quer durch. So. Okay, jetzt war natürlich auch clever direkt schon, das Wasser herkommt. Das ist auch so ein Spiel, auch, ja, irgendwie, wahrscheinlich einfach nicht meins. Ich kenne das gar nicht. Oh, das ist irgendwas, ja, das passt zu unserem Namen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Weltraum und so, aber er ist nie meins gewesen. Ja, so Kaiserslautern. Ich wusste, dass das kommt. Ja, ich musste. Ob man bei uns irgendwie mittlerweile irgendwie so ein Bingo spielen kann, wenn man, weil man genau weiß, was für Witze kommen. Gut wär das. Könnte sein, ne? Ich mach das jetzt mal hier. Ich muss mal ein bisschen gucken gerade. Ich weiß gerade nicht. Dann gehe ich mal kurz einen Eimer holen, ne? Ja. So. Wir müssen schlafen. Oh mein Gott, nein, wir müssen schlafen. Ich habe mir eine Spielzeit in Animal Crossing gereicht, die ist besorgniserregend. Ja, ich glaube, jeder hat so sein Spiel, wo er die meisten Spielstunden drin hat. Ja. Bei mir ist es halt, ich kann es, also natürlich, auf all die Jahre wird es immer FIFA bei mir sein. Dadurch, dass es aber jedes Jahr neu gezählt wird. Ne? Und jetzt zum Beispiel spiele ich die ganze Zeit schon immer offline, weil ich halt mit Mods spiele und, naja, die haben den Support für die neueren Versionen gerade nicht. Oder Updates. Und das sind halt auch so Stunden, die dann fehlen, aber einiges ist mir auch egal. Davon mal abgesehen. Ja, also klar, FIFA sowieso, Minecraft, glaube ich, einsamer Spitzenreiter. Ja, ja, wollte gerade sagen, doch, Minecraft ist natürlich Spitzenreiter. Allein schon von damals alles. Ja, Pokémon, wenn man die zusammenzählt, habe ich bestimmt auch tausende Stunden. Weiß nicht. Oh, Minecraft ist aber auch in viel. Ich glaube, wenn man das mal wirklich zusammenrechnet, auch was man dann zusätzlich noch so an Let's Plays und Streams und so alles gesehen hat, boah, das ist richtig heftig. Ja, das glaube ich auch. So, ich mach jetzt mal kurz einen Taschenrechner auf. Wir sind alle Minecraft-Suchtis, so ist es. Ja, kann man nichts gegen sagen, ne? Das ist so. Also sagen wir mal, wir haben damals bestimmt jeden Abend 2 Stunden gespielt, oder? Ja. Mit den ganzen Servern, das über 2 Jahre. Locker. So, das waren dann 1500 Stunden ungefähr in 2 Jahren. Und dann kamen nochmal so 4 Jahre nochmal, wo vielleicht das abgeflacht ist, also vielleicht nochmal dann das Gleiche. Das heißt ungefähr 3000 Stunden in all der Zeit. 3000 Stunden sind 125 Tage komplett durchgespielt und das ist halt noch nicht dabei, wenn man einfach mal irgendwie ein Wochenende gesuchtet hat oder wenn man irgendwie einen Stream geschaut hat oder so. Das hat man alles genug. Ja, schon krass, ey, was man da so an Zeit gebracht hat. Ein Spiel seit 10 Jahren, Minecraft. Ich kann bieten. Das ist ja kein Beat-Wettbewerb, aber es ist schon... Ja, Minecraft spielt man schon sehr, sehr häufig. Immer wieder halt. Immer wieder. Man kommt halt einfach nicht von weg. Nee, das ist aber auch okay, das zeigt ja auch, dass man Werkpunkte hat. Aber ich glaube, ja. Sag ja, mich. Dass es ein Spiel ist, was man immer spielen kann. Boah, das ist aber gerade mit dem Wasser hier nervig. Was Spiele angeht, waren das, glaube ich, meine bestinvestierten 27 Euro. Ja. Ja, dadurch, dass ich natürlich auf der PS3 und PS4 und da musstest du ja noch Skins kaufen und so. Das ist bei mir ein bisschen mehr. Ja, bei mir auch. Ich habe 3 Minecraft-Accounts. Ja, und dann noch Serverkosten, ne? Immer wieder. Oh ja. Oh, das wird auch nicht wenig sein. Nee. Boah, ich komme hier gerade gegen das Wasser nicht an. Das ist gerade belastend. Oh, hier ist aber ganz schön eckig hier vorne. Hier so, ja, oder? Ja, können wir gerne nochmal ändern. Ich würde jetzt hier gerade gerne noch überall Cleanstone reinmachen, unten. Als Boden. Genau, ein Dutzend waren die billiger. Nee, früher konnte man die Minecraft-Spielernamen nicht ändern. Also früher gab es keine Option, dass du deinen Namen geändert hast. Und ich habe ja dann doch das ein oder andere Mal einfach meinen YouTube- und Twitch-Namen geändert. Und dann musste das ja auch stimmig sein und so. Und dann habe ich mir einfach noch einen Account geholt. Stimmt, ja.
Ich meine, Andi, wie viele Server haben wir zusammengespielt? Holitopica, Pokatopica, Tobi Server, damals halt einfach vergessen. Pokatopica? Was dann? Ja, nee, aber Holitopica, ne? Halt, ne? Ja, Holitopica, ja. Ja, ja, man hat genügend gespielt, dass, also das ist ja wirklich, das hat man. Würde ich einen Namen sagen. Ja, Namen, das ist, du, mit der Namensgebung, da haben wir auch ein bisschen gebraucht. Für unsere Weltraumzwerge jetzt. Aber ich finde, wir haben einen gefunden, mit dem man gar nicht rechnen konnte. Mhm. Und was wir alles zur Auswahl haben, hatten. Also, oh ja. Uiuiui. Ich bin immer noch schockiert von dem paar Socken. Ein paar Socken. Ich finde, ich verstehe überhaupt nicht, wie man da auf den Namen kommen konnte. Da hätte ich mich gesehen. Kanalname Ein paar Socken. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt zufriedener. Aber ja. Wusste man ja nicht vorher, ne? Also, keine Ahnung. Ja, man muss den Namen auch irgendwie ein paar Mal lesen und dann zusammen mit dem Kanaldesign und so. Dann kann man es auch erst richtig einschätzen. Übrigens, ganz typisch Minecraft, was wir hier gerade machen. Wir haben da hinten die ganze Zeit überlegt, wie machen wir das? Was machen wir jetzt? Machen wir so einen Ärmel einfach. Ja. Und machen den aber schon so, dass der dann auch schon fertig ist. Also richtig übertrieben. Aber das ist halt typisch Minecraft. Du machst immer das, was du eigentlich gar nicht machen willst. Das stimmt. Gesundheit. Oder hat jemand gebellt? Nee, das war Husten. Nee, das war kein Bellen. Glaube ich zumindest. Muss ich mal fragen. Ich glaube, ich würde gerne noch was anderes machen, muss ich sagen. Inwiefern? Eine FIFA-Karriere. Nee. Also, ja. Also hätte ich auch total Bock drauf. Aber ich glaube jetzt so in Minecraft für heute hätte ich, also wenn du noch, ich weiß ja nicht, können ja auch gleich nochmal drüber sprechen, wie lange du vorhast, heute zu streamen. Ja, alles gut, ja. Aber dass man da vielleicht irgendwie nochmal was anderes gleich macht. Ja. Vielleicht nochmal irgendwie. Das jetzt noch irgendwie gerade zu Ende bringen? Mhm. Dann ist halt gerne. Dann hole ich mal Wasser. Ja. Also reicht ein Eimer. Ja. Jetzt mache ich das hier auch noch falsch. Das gibt's ja gar nicht. Genau, dass wir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, erkunden gehen oder ins Nether oder weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Aber schon in Minecraft. Ja, genau. Also wir können auch was ganz anderes machen, wenn du Lust hast. Ja. Aber okay, da wollte ich dich, das habe ich, guck mal, jetzt fällt es mir gerade ein. Kennst du GeoGuessr? Ja. Tatsächlich. Ist das was für dich? So Sachen finden aufgrund von Google Maps zum Beispiel. Ey, hätte ich total Bock drauf. Ich habe das noch nie gemacht, aber bin ich voll dabei. Ich habe das mit Jukler. Jukler hat das auch noch nie gemacht und der hatte da Bock drauf. Und wir haben sogar Janine davon überzeugt, das zu machen. Mhm. Und das ist so cool gewesen. Es gibt halt leider nicht mehr, also ne, bei GeoGuessr selber ist halt leider ein Problem, dass du es nur noch mit Zahlen, also musst du halt zahlen, damit es dann halt auch ach so, alles spielen schade. Kannst und so. Aber es gibt eine andere Seite, da ist halt weniger. Aber ich glaube, also da hab ich auf jeden Fall noch nicht alles durch oder so. Mhm. Und richtig geil. Ich liebe, also es war damals immer mein Lieblingsfach Erdkunde. Und ich mag es einfach anhand von, also ich habe das ja jetzt einmal gespielt und es ist so cool, anhand von mega wenigen Details und ob es jetzt nur eine Internetadresse ist am Ende, die mit LT endet oder so. Und da darauf dann zu kommen, okay, dann ist es das dann. Und da muss ich irgendwie noch was anderes finden. Ah, okay, dann könnte es das sein. Mega cool. Das, also wenn du Lust hättest. Total. Dann würde ich aber sagen, lass uns das gleich dann schon machen. Weil ja, können wir dann. Ich habe es gerade mal überlegt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt langsam. Weil wir haben ja nur jetzt eine Einzimmerwohnung. Und ich vertreibe meine Freundin jetzt in die Küche die ganze Zeit. Und das ist natürlich dann nicht so... Böse so cool. Könnten behaupten, in ihr Zimmer. Ich habe das irgendwo letztens irgendwo gesehen, habe gedacht so, oh Gott, kannst du nicht machen. Ey. Ja, aber deshalb wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir jetzt nicht mehr so lange machen, auch wenn ich natürlich Bock habe, aber... Ich mache jetzt hier noch den Boden, ich glaube, dann ist das sogar schon angeglichen. Und dann passt das ja, also Inventar muss ich nicht aufräumen. Ja, Damina, ey, ich bin da voll auf deiner Seite. Also ich bin auch unglaublich schlecht. Ach ja. Aber schauen wir mal. Ach, das geht. Komm, weißt du was? Sonst machen wir das jetzt. Ich komme hier nicht mehr raus. So reicht's. Hier machen wir das doch so. Da können wir jetzt sogar auf unseren schönen Bildschirm... Okay, geht doch lieber. Nein. unseren schönen... Mann. Wartet.
Hallo. Hoch? Nee, warte. Treib ab. So. Nee, jetzt mach ich hier. So. Gut. Da können wir auf unseren schönen Quatschbildschirm gehen. Mhm. Hab und für die, die es natürlich jetzt gar nicht gesehen haben, weil sie vorhin noch nicht da waren, weil man den Channel noch nicht kannte, jetzt am Ende des Streams gibt es noch einen richtig schönen Wir hören auf ja, Video-Screen. Ich habe noch nicht das Video noch nicht gerendert. Achso, cool. Dann können wir vielleicht immer den, gleich geht's los, zeigen. Ja. Damit man es nochmal sieht.